Ja, es geht weiter. Es gibt wohl nur. Es gibt wohl keine mehr, die normale Namen haben. Na, dennoch irgendwas zu sagen? Nee. Na, Lefty, wie geht's? Na, mein Freund? Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Ja, dann mal los. Und der Reichslord. Halt mal. Vielleicht kann ich den nochmal fragen, was der Reichslord für ein. Wer ist der Reislord? Heute steht er nun. Bla bla. Obwohl die Leute da habe ich noch gar nicht angesehen. Bauer. Und Bauer, ja toll. Bauer, war hier nicht noch irgendein. Doch, Pock, ja. Alles klar bei dir? Schön, ja, schön mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Moment mal, wir hatten uns schon unterhalten. Ja. Nein, nein, das ist ausgeschlossen. Boah. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich. Ist ja voll high. Nochmal. Alles klar bei dir? Schön. Moment mal. Okay, der Typ ist ein bisschen überarbeitet, aber auch nur ein klitzekleines bisschen. Bauer, 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 Bauer. Bauer. Okay, ich hab genug von Bauern. Weg hier. Hey. Ach, egal. Ah, ich speichere mal ganz schnell. Ansonsten passiert noch irgendwas Tolles und keine Ahnung. Gone. Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für Jupp. jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat Danke. oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Botschaft für die Wassermagier, Söldner der Magier. Irgendwo pennen. Da. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den Saturas. ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Kronos. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Okay. Den Bis Rest später. von dem will ich gar nicht wissen. Ich will einfach nur den Kram da fertig kriegen. Jo. Aber jetzt ist cool, jetzt kann ich mich mit jedem anlegen. Ich bin stark genug, ich kann alle hier fertig machen. Das ist cool. Speichern. So, gehen wir mal dahin. Wo willst du denn hin? In die Bar. Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Oh, wenn der wüsste, was für ein Manit ich bin. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Muss nicht gleich jeder wissen. Ein. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ich habe 10 Erz. Hier. 10 Erz? Dafür werde ich dir erlauben, es nochmal zu versuchen. Okay, speichern wir mal kurz. Der Typ geht mir mächtig auf die Nerven. Steck die Fick Sch dich! Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Der hat genug. Ja, beleidige erstmal deinen eigenen Kumpel. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ganz schnell was trinken, bevor
Zack, zack. Okay. Cool. Das wird dir noch leid tun. Jojo. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Nee, Erz habe ich genug. Hörst wohl schlecht, Bürschchen. Leck mich. Mordra, Cypher, Blabla, Silas. Kann schon sein. Erstmal abwarten. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Nee, trinken will ich jetzt nicht unbedingt was. Cypher. Okay, hier kann man doch bestimmt ordentlich was klauen, oder? Oh. Bandit. Bandit. War doch klar, dass das Ärger gibt. War nicht besonders schön. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändert. Erstmal Mordrak. Der Typ hier. Was ist das für einer? Ich glaube kaum, dass sich daran was ändert. Aber halt für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Deine Kleidung. Okay, dann gehen wir mal raus. Alarm! Was? Eindringling! Gar nichts, Eindringling. Leck mich. Komm doch her. Kümmerliche Vorstellung. Vollidiot. Ein Windstoß und der wäre auch umgefallen. Eindringling, schreit der. Naja, so, Wassermagier. Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die ganzen heißen. Da ist das nicht ein Wassermagier. Kronos. Saturas. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Korkalom hat die Bruderschaft verlassen. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot oder die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämon anbeten. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Fick dich! Geh zur Seite! Nix ist. Erst wenn ich da rein kann. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten Sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Ja, und jetzt lass mich reden. Das musst du sofort Saturas berichten. Geht doch. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Geh zur Tetriandoch, was ist das? Was soll das bitte schön heißen? Aha. Aber immerhin, schon ein kleines Stückchen weiter. Und ich sehe gerade, auch dieser Teil neigt sich dem Ende. Und. Das ist wirklich nicht mein Halt. Ach da sind schon diese Wachentypen da. Okay, dann
reden wir wohl mit, im nächsten Teil mit dem Oberwassertyp Meister, was weiß ich.